dem 6-2-Debakel gegen DSK. Musste eine Antwort her von uns. Die haben wir auch gebracht. Auch den Zuschauern waren wir das schuldig. Ja, und ich fand, die Reaktion war top von der Mannschaft. Mhm. Jeder Einzelne hat für jeden gekämpft und das muss auch so sein, wenn man aufsteigen will. Wir sind sehr schlecht ins Spiel reingekommen. Wir haben auch eine kleine Umstellung vorgenommen, haben auf Dreierkette umgestellt. Und nehme ich auch auf meine Kappe, dass die Mannschaft da am Anfang ein bisschen Probleme hatte. Die ersten 20 Minuten waren überragend. Normal müssen wir Spich töten. Da muss es 2-3-0 stehen und dann sind sie immer noch gut bedient. Ne, dass wir uns dann wieder so ein bisschen das Spiel aus der Hand nehmen lassen, ist eigentlich schade. Aber heute ist es zum Glück gut gegangen. Die Spicher sind nicht schlecht, deswegen stehen die auch da oben. Wenn wir den Jungs mehr das Spiel lassen, dann kommen wir auch mehr in Bedrohung. Und deswegen hätten wir einfach so weiterspielen müssen wie in den 20 Minuten, aber natürlich geht das auch auf die Kraft. Ne? Und das kannst du, glaube ich, 90 Minuten nicht durchhalten. Nach 20, 25 Minuten waren wir im Spiel drin, haben Zweikämpfe angenommen und dann war es auch ein Spiel auf Augenhöhe, was auch unentschieden ausgehen kann. Wir können es auch gewinnen, war auf das Messer Schneide. Wir haben am Ende natürlich einiges versucht, mit langen Bällen zu spielen. Wir hatten vielleicht ein, zwei Chancen, die man hätte reinmachen können, aber das Glück hat halt am Ende gefehlt und Fortuna hat es auf seiner Seite gehabt. Wir gucken einfach von Spiel zu Spiel. Wenn wir den Platz am Ende behalten, sind wir hochzufrieden. Den wollen wir natürlich behalten, den wollen wir mit allen Mitteln verteidigen. Ich denke, wenn wir jetzt weiterhin konstant spielen, weiter unsere Punkte holen, wieder in die Spur finden, wieder Siege holen, dann ist die Chance definitiv noch da. 9 Spiele ist noch eine lange Zeit, da kann noch einiges passieren. Und, ja, wir werden aufstehen und werden uns von dieser Niederlage erholen.